Herr Minister, in welchem Umfang findet in Mecklenburg-Vorpommern illegaler Handel mit Hundewelpen aus Osteuropa statt, durch den europäische Tierschutzbestimmungen verletzt werden? Also ich kann hier öffentlich erklären, dass bislang dem Land Mecklenburg-Vorpommern und den zuständigen Behörden keine, ich betone keine, Hinweise für den illegalen Handel mit Hundewelpen oder auch Hunden aus Osteuropa oder auch aus südeuropäischen Ländern in Mecklenburg-Vorpommern vorliegen. Im Übrigen ist es so, dass der gewerbliche Handel mit Tieren insgesamt, die keine landwirtschaftlichen Nutztiere sind, unterliegen dem Tierschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland, und zwar nach § 11. Uns liegen zurzeit keine Hinweise vor, aber ich will auch darauf hinweisen, dass gerade zur Weihnachtszeit man jedem, der ein Interesse hat, ein Tier in der Zukunft zu halten, wirklich darauf zu achten, dass diese Tiere wirklich aus einer ordnungsgemäßen Zucht kommen. Eine Zusatzfrage, ist das schon auf Ministerkonferenzen der Länder ein Thema gewesen, weil es in Brandenburg ja dann wirklich akut zu sein scheint? Ja, das ist mehrfach im Übrigen Thema gewesen und unsere Behörden sind auch angewiesen und ich bitte da auch die Bevölkerung drum, sollte es solche Fälle und Hinweise geben, werden mögliche Verstöße sofort natürlich denen nachgegangen und geahndet. Okay, danke. Herr Minister, aus welchen Staaten stammen die Asylbewerber, die den Landkreisen und kreisfreien Städten zurzeit zugewiesen werden? Herr Abgeordneter Andrejewski, im Zeitraum vom 1. November bis zum 10.12., das war der Zeitraum, den wir derzeit erstmal abgefragt haben, wurden in den Landkreisen und kreisfreien Städten überwiegend Asylbewerber aus Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äthiopien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, aus dem Iran, aus dem Irak, aus dem Kosovo, dem Libanon, Mauretanien, Mazedonien, der Russischen Föderation, Serbien, Somalia, Syrien, der Türkei und aus Vietnam zugewiesen. Vielen Dank. Ich darf nun den Abgeordneten Udo Pasteurs, Fraktion der NPD, bitten, die Fragen 12 und 13 zu stellen. Ja, Herr Minister, beabsichtigt die Landesregierung, Ausreiseeinrichtungen für ausreisepflichtige Ausländer gemäß § 61 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes zu schaffen, um die Bereitschaft von sich hier illegal aufhaltenden Ausländern zur freiwilligen Ausreise Moment, Herr Pasteurs, Sie haben eine Frage eingereicht und nur die können Sie stellen und nicht eine andere Frage. Es ist Ihre Frage so hier vorzutragen, wie sie schriftlich eingereicht wurde. Ich bitte Sie, sich daran zu halten. Ich wiederhole meine Frage, wenn sie im Kern natürlich zutraf. Beabsichtigt die Landesregierung Ausreiseeinrichtungen für ausreisepflichtige Ausländer gemäß § 61 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes zu schaffen, um so die Bereitschaft von Ausländern zur freiwilligen Ausreise zu fördern, Herr Minister? Wir beabsichtigen das nicht. Beabsichtigen Sie alternativ hierzu, die Ausländer freundlich zu bitten, bitteschön dem Gesetz zu folgen und auszureisen? Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, ist entsprechend der Rückführungsvereinbarung auch Rückführungsprogramme, die verschiedene Hilfen anbieten, die sich Land und Bund gemeinsam teilen. Die Programme werden je zur Hälfte vom Land und vom Bund finanziert. Zurzeit werden die Reisekosten für Flug, Bus oder Bahn in tatsächlicher Höhe übernommen. Bei Rückkehr per Fahrzeug, also per Auto, werden Kosten in Höhe von 250 € pro Fahrzeug übernommen. Reisebeihilfen für Erwachsene und Jugendliche in Höhe von 200 € pro Person und für Kinder bis zu 12 Jahren in Höhe von 100 € pro Person. Für einige Herkunftsländer wird zudem eine gestaffelte Starthilfe gezahlt. Zusatzfrage: Welches Volumen in Euro
hat das Land bisher aus Steuermitteln hierfür aufgewandt? Erstens müssen Sie mir den Zeitraum definieren und zweitens würde ich Ihnen die Frage dann nachreichen. Der Zeitraum, bitte schön, bis zu... Von 90. Herr Abgeordneter, Sie haben Ihre Frage formuliert. Der Minister hat das angeboten, auf dem Weg zu klären. So, jetzt die Frage 13. Frage 13. Wie bewertet die Landesregierung das Verhalten des Bürgermeisters von Lahlendorf, eine Urkunde des Bundespräsidenten zur Übernahme einer Patenschaft für das siebte Kind einer Familie nicht zu überreichen? Herr Abgeordneter Pasteurs, moralisch ist das Verhalten des Bürgermeisters von Lahlendorf für die Landesregierung nachvollziehbar. Rechtlich ist es so, dass es kein Amtshilfeersuchen im Sinne von Amtshilfe möglich war, weil dafür gibt es keine Grundlage. Und im Übrigen ist der Anspruch des Kindes auf die Patenschaft des Bundespräsidenten mit der Übersendung der Urkunde und des Finanzbetrages durch das Bundespräsidialamt an das Kind erfüllt und damit abgeschlossen. Zusatzfrage. Wie begründen Sie, dass Sie sich der moralischen Bewertung anschließen des Bürgermeisters? Was ist konkret an Fakten vorhanden, dass Sie dieses moralische Verhalten des Bürgermeisters oder dass Sie dem beitreten, Herr Minister? Ich habe erklärt, Herr Abgeordneter Pasteurs, dass dieses Verhalten nachvollziehbar ist. Und ja, die Gründe hätte ich gern gehört. In einer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung besteht es jedem Bürger die Möglichkeit, seine Haltung, egal ob er als ehrenamtlicher Bürgermeister oder Gemeindevertreter, als Bürger tätig ist, zum Ausdruck zu bringen. Wir fordern ja die Bürgerinnen und Bürger des Landes auch zur Zivilcourage auf. Insofern hat der Bürgermeister Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das Mikrofon für Herrn Pasteur schon abgeschaltet, weil es ihm nicht zusteht, hier die Äußerungen des Ministers zu kommentieren. Aber der Herr Minister, weiß ich, waren Sie jetzt mit Ihnen ausgemacht? Ich wollte sagen, hat der Bürgermeister eine Haltung an den Tag gelegt, die nehme ich zur Kenntnis und die hat jeder normale Bürger erstmal zu respektieren. Und wenn er im Rahmen solcher Äußerungen oder solcher Ereignisse dann mit anderen Situationen konfrontiert wird, dann habe ich als Innenminister auch die Verpflichtung, die jeweiligen Maßnahmen einzuleiten, die dazugehören, um das Recht, das jeder Bürger in diesem Land hat, auch in Anspruch zu nehmen.